Zeit zu gehen. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus blieb Becker stehen und kramte in seinen Taschen, bis er ein Reinigungstuch fand. Er riss es auf und wischte sich die bunten Flecken von den Fingern. »Verraten Sie mir, warum Sie Süßigkeiten mit künstlichen Aromen bei sich haben?« erkundigte sich Kutschbauer belustigt. »Wissen Sie, warum Olaf Kern so viel älter als seine Geschwister ist?« konterte Becker mit einer Gegenfrage. »Seine Mutter ist ganz jung schwanger geworden. Olafs Vater ist abgehauen. Später hat sie dann mit einem anderen... »Schon verstanden.« Becker deutete auf Kutschbauers Hand. »Was hat sie Ihnen gegeben?« »Wenn ich das wüsste.« »Zeigen Sie mal her.« »Oh, ein Mojo-Zauberbeutel.« Beckers Augen leuchteten. Er streckte die Hand aus, berührte ihn leicht und streichelte mit dem Zeigefinger darüber. »Ein was?« »Ein Mojo-Zauberbeutel. Darf ich ihn halten?« Kutschbauer hatte nichts dagegen. Feierlich führte Becker das Säckchen an die Nase, schnupperte, schloss die Augen und flüsterte: »Kräuter und Teile von getrockneten Früchten. Ein Liebeszauber, wie mir scheint.« Becker überhörte Kutschbauers Spott. »Vielleicht. Im Büro werde ich ihn auskippen und nachsehen, was alles drin ist.« Er verstaute das Säckchen in seiner Jackentasche und ließ eine Hand darauf liegen, als könnte es sich sonst von allein davonmachen. Auf dem Weg zurück zum Polizeigebäude bekam Kutschbauer einen Schnellkursus in Sachen weiße Magie, der Mojo-Beutel. »Es gibt sie für jede Art von Wunsch. Um einen Partner zurückzuerobern, für Erfolg, Karriere, Charme, um sich unwiderstehlich zu fühlen und vieles mehr. Sie enthalten heilige Kräuter, Früchte, Zähne von Schlangen, Knochen von Vögeln, Körner, Schalen, Muscheln, Hölzer, Federn und vor allem«, er wartete, bis er Kutschbauers volle Aufmerksamkeit hatte, »verschiedene magische Pulver. Die Säckchen werden nach Kundenwunsch zusammengestellt und sind sehr teuer.« Becker gönnte sich erneut eine Sprechpause. Vermutlich wartete er darauf, dass Kutschbauer ihn nach dem Preis fragte. Kutschbauer tat ihm den Gefallen. 100 bis 150 €, verkündete Becker. »Und sie scheinen jeden Cent wert zu sein. Wissen Sie, frühere Kulturen hatten eine andere Geisteshaltung. Sie glaubten an Naturheilkräfte und parapsychische Kräfte gehören dazu. Die Wirkung magischer Rituale ist bemerkenswert. Sie...« »Placebo-Effekt«, unterbrach ihn Kutschbauer. Becker wirkte beleidigt. »Wenn Sie es so sehen...« Sie hatten das Polizeirevier erreicht. Kutschbauer hielt Becker die Tür auf und ergänzte: »Auf alle Fälle kann man jemanden, der weniger Ahnung hat als Sie, einen mächtigen Schrecken damit einjagen.« »Zumindest wissen wir jetzt, dass Olaf nicht nur eine Verbindung zu Vittorio Garanca, sondern auch eine zum Fachgeschäft für Magie hat.« »Die haben Sie aber auch, lieber Kollege«,